Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Fets Let's Play Tiny Tina Dragon Assault. Nee, das war das andere. Wonderlands. Wir sind heute hier bei Wonderlands, genau. Und wir gehen hier in die Weep Wild Denk. Denkness? So wie Denk. Nur halt nicht Denk. Nicht Darkness, sondern Denkness. Und versuchen einen Baden zu finden, ja? Heute ist Badesuchezeit. Also auch nicht Badesuchezeit, sondern Bardesuchezeit. Mal gucken, ob wir ihn finden. Alles klar. Karte geladen. Schluchzigkeit umgibt euch. Seelenenergie liegt schwer in der Luft. Ihr habt den Moda erreicht. Ich dachte, etwas namens Moda wäre, ich weiß nicht, modriger? Oh oh. Jetzt wird's gleich mega modrig. Also gut, plötzlich sterben alle Bäume. Und oh, Pilze wachsen aus ihren verrottenden Leichen. Jetzt ist es mega modrig. Zufrieden? Also, von wie modrig reden wir hier? Wir brauchen eine Moda-Wertung. Also, bitte bewerte doch mal den Moda. Oder? Oh, ich soll eine Moda-Wertung abgeben? Naja, es ist Moda, oder? Weit oben auf der Moda-Skala. Ganz schön modrig. Hier ist das verdammt modrig. Ich glaube, mein Charakter hat es genau getroffen. Hier ist es einfach verdammt modrig. So, schauen wir nochmal rein. Gibt es hier eine Eiswaffe? Nein, hier waren Waffen. Eine fresher Eiswaffe für uns. Für unseren Eisbild. Nee, das macht wieder so blöde Linien. Das brauche ich nicht. Nahkampfwaffe? Nein, jetzt nicht. Okay, Stimmungsumfrage. Wie ist die Stimmung? Mir geht's gut. Modrig. Noch besser wäre es, wenn Valentine verhindert hätte, dass Königin Funkelnde Beute stirbt. Wow. Was kann ich denn dafür? Und wieso stört dich das? Du weißt ja nicht mal ihren Namen. Wären wir auf Plündertour gegangen, wie von mir vorgeschlagen, hätten wir den Dragon Lord vielleicht aufhalten können. Aber nein, du musstest ja den Helden spielen. Okay, die Stimmung ist also gut. Super gute Wahl. Die muss ich nicht mehr checken. Oh oh, es gibt Ärger in der Party. Vorsicht, sie würde lieber alles in die Luft jagen, als die Kontrolle zu verlieren. Könnte sogar stimmen. Okay, ja. Scheint ja ganz gut zu klappen. Ständig im Berserker-Modus. Und viel extra Eisschaden. Das wird langweilig. Und noch nicht ganz gut. Ja, doch, hat's. Yeah, cool. Cooldown sofort resettet. Von wo kommt das? Der hat schon irgendwoher getroffen. Ich sehe nichts auf der Mini. Achso, das war nur der Eisschaden am Boden oder was war das? Ey, so viele Nebenquests. Freue ich mich schon. Mach mal dann. Aber nicht jetzt. Jetzt bleiben wir bei der Hauptgeschichte. Wie soll ich noch tödlicher werden? Bisher waren alle Nebenquests ganz wunderbar. Wo soll ich als nächstes töten? Wird mir vorgestellt. Erste Charakter, den es auch tatsächlich gibt. Ja, er ist im Moment ein wenig abgelenkt. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit erregen. Du beschissenes Stück böser Korruption! Ich bringe dich verdammt nochmal um! Hä? Ich muss für meine Mission über den Ozean. Aber alle seetüchtigen Schiffe hat das Feuer geholt. Kannst du mir helfen? Ich liebe zwei Dinge auf dieser Welt. Schiffbest und große Explosion. Und den Respekt vor allen Lebewesen, ungeachtet meiner eigenen kulturellen Vorurteile. Drei Dinge. Ich krieg auch gar nichts mehr auf die Kette, seit meine magische Laute nicht mehr funktioniert. Was stimmt mit der Laute nicht? Klingt grausam. Ich weiß nicht. Sie ist aus Holz aus diesem Wald gebaut und deswegen wohl magisch. Hab sie in einem Muskelspielwettbewerb gegen die Faustschlagfee gewonnen. Schon mal versucht darauf zu spielen, statt damit auch Sachen zu dreschen? Voll die abgefahrene Idee. Genau deshalb bist du ein Held. Lauten Solo!
Klingt viel besser als Brim. Diese Schießkristalle sind böser, als ich dachte. Sie entziehen dir bald die Seelenenergie. Und schicken sie zu mir zurück. Oh je. Darum kann ich sowas tun. Oh je. Plötzlich greift eine Horde Skelette die ahnungslosen Trottel im Wald an. Oh nein. Sie kam aus diesem Schattenkristall raus. Du musst sie mit deinen Schienen aus und streck fertig. Was schießt denn hier so? Was ist denn das? Der Sturm steigt auf! Was haben wir da aufregend? Ich werde dein Gehirn retten. Ein anderes Schild. Nicht auf dir! Ich bin kein Zombie, aber ich kann dich echt nicht lecken! Oh, Cooldown ist gerade nicht da. Jetzt! Wenn du abgehauen wärst, würdest du vielleicht noch leben. Ich werde dich entspannen. Du hast Freunde mitgebracht, wie? Das wird nicht reichen. Heilige Schuhe! Das ist das Gegenteil ja grausam. Respekt vor der Natur. Kompostier sie! Kompostier sie, ja wo denn? Wo sind denn noch welche? Aus der Richtung. Okay. Ich kompostiere sie! Hier riecht es irgendwie heroisch! Oh, wieso ist mein Kugel nicht zurück? Ist das so gut? Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte da einen getötet und mein Action Skill, wahrscheinlich ist der kurz vorher schon gestorben. Hm? Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft! Ja, Zauberslots sind bereit. Ein paar Knochen der Wissenschaft vermacht, hä? Oh nein! Er hatte so ein schönes Lächeln! Jetzt aber! Hab ich! Der Action Skill! Oh, das ist vielleicht verfehlt. Oder auch nicht! Level 16! Schade, ich würde gerne einen anderen Baum reinskillen. Okay, dann halt jetzt erstmal so. Ah ja, und ich habe einen neuen Helm, seht ihr das? Bin ich im Weg? Nee. Stylischer, cooler Helm, hä? Wo machen wir denn einen Punkt rein? Hier, noch mehr Verteidigung, wenn jemand nah ist, ne? Ist nicht schlecht. Da macht der Mod was rein, oder? Habe ich keine Punkte reingemacht. Was ist das? Das ist auch nicht schlimm. Für einen Punkt hätte man das machen können. Haben wir jetzt aber nicht. Alles okay, so wie es ist. Das Ding war die ganze Zeit im Inneren des Kristalls. Wie in einem Bürstenkonkon. Schlag es kurz und klein. Okay. Einfach nur... Ah, nee. Wieder oben. Kann ich das hier kaputt hauen eigentlich nicht? Kettenreaktion, was war das alles? Oh mein Gott. Ja, da war er schon tot. Mach das Ding da richtig kaputt! Zerstöre das da. Meine Lampe! Sie hat angefangen zu vibrieren, als du den Kristall zerstört hast! Schön. Magie kommt zurück! Weiter so! Ich würde sagen, du hast gar nichts gemacht. Der Dragonlord benutzt also die Kristalldornen, um dem Wald Magie abzusaugen? So sieht's aus. Siehst du? Das gefällt dir irgendwie. Warum machen wir nicht auch einen auf Magieräuber? Weil es böse ist? Nicht, wenn wir sie für verzauberte Nachttöpfe für Waisenkinder nutzen. Bäh! Jetzt siehst du dumm aus. Weiß nicht, klingt trotzdem böse. Stört das Gleichgewicht, stören ist nicht auf gut. Dieser Welt ist selbst kein Platz für angeblich für was Gutes tust. Elementaradler! Mörserpilz. Witzig. Schießen sie von Weitem. Hm? Oh nee, bin ich die Treppe hochgesprungen, gibt's ja wohl nicht. Ich kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Riesiger Crit-Bereich da oben. Ist das alles kritisch? Und zählt das alles als Schädel? Nee, oder? Mehr Fleisch für den Wolf!
Moon? Okay. Wechseln wir doch nochmal. Das habe ich nicht gewollt, aber okay. Kriegen wir wieder gebacken. Wer will diesen Fehler wiederholen? Sachen heben wir auf. Hat leider nicht gereicht. Aber irgendwas hat's geschmeckt. Ne? Vielleicht so kleine spawnte Pilze. So. Ja, muss so ein bisschen in Flow kommen. Aber es funktioniert mit dem ganzen Action-Skill-Zeug schwächen und dann schlabum. Dann hat man ihn sofort wieder. Funktioniert. Funktionuggelt. Und jetzt hier dasselbe wieder. Solo Nummer 2! Eine Horde von Skeletten erscheint und will den Schicksalsbringer in Stücke reißen. Hey, das ist super. Jetzt verstehe ich, warum sie das mag. So erzählermäßig. So. Und dann passiert. Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Yeah, klappt doch ganz gut. Weiter so. Schön Muni sammeln. Kann's weitergehen. Wo kommen sie jetzt her? Daher kommen sie. Alles klar bei euch, hier drinnen. Oh nein, jetzt hat bestimmt jemanden geschmerzt, oder? Doch, hab ich. Ja, cool. Geh auf die Augen! Der Lootregen! Leider alles nur grün. Naja, oh cool. Heilt mich das? Schick diese Untoten zurück in die Hölle! So, und jetzt aus dieser Richtung. Easy peasy, lemon squeezy. Kommt her, ich mach euch fettisch! Wie ein Rettisch! So geht das. Wenn sie sich schön eng stellen, ist das leichter als sonst was. Wir schaffen es. Wir retten die Magie. Oh, klang schon besser. Ich muss dich was fragen. Nur eine Frage. Magst du Explosion? Klar mag ich Explosion. Ich wusste es. Vielleicht hat uns das Schicksal zusammengeführt. Vorwärts zum Strom! Tina, was hast du da in der Hand? Oh, gar nichts. Ich kenne dieses Lachen. Sie hängt doch irgendetwas aus. Wenn es das ist, woran ich denke, werdet ihr schreien. In jedem Helden steckt ein Skelett am Freibuch. Okay, warum sollten wir schreien? Da bin ich jetzt gespannt drauf. Oh nein. Ich hab meine Action-Skill verfehlt. Das ist die Cooldown-Zeit ruiniert. Nein. Naja, so ist es halt. Okay, auf geht's. Schön mal ran. Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. So, ich kann einfach weitergehen. Krass. Voll die Gegner ignoriert. Wir müssen hier gar nicht kämpfen. Wie blödsinnig ist das denn? Absolute Frechheit. Voll die Veräppelung. Sieh doch. Das Herz des Waldes liegt hinter diesem Bösen. Ich wollte mit meinem Explosionsschiff einen Weg rein. Das ist mein einziger Angriff und er geht nur Die super heißen Mächte des Bösen riechen den Gestank des Heldenturms und erheben sich, um ihn niederzustopfen. Schlag diesen Idioten die Köpfe ab!
Ob Pech oder die falsche Entscheidung, du bist trotzdem tot. Aber ich bin zu schön zum Sterben. Ich bin zu schön zum Sterben, sagt das Skelett. Ich liebe Explosionen. Was ist das mit diesem komischen... Meine Lampe ist so voller Magie. Sie fühlt sich an, als würde ich eine Quelle haben. Los, wir müssen in das Herz des Waldes. Ihr nähert euch dem Herzen des Waldes. Sogar das Herz des Waldes ist verdorben. Was kann so echt skurril, wie es hier rumhängt. Aber egal. Weiter geht's. Und durch den Nebel ein erschütternder Schrei. Oh, 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 oh. Seht das schreckliche Antlitz der Todesfee! Ah! Die Todesfee! Die Todesfee? Jetzt schon! Pass auf, Schicksalsbringer! Sie will deine ganze Gruppe auslöschen. Ja, das sieht problematischer aus. Wenn ich du wäre. Wieso redest du nicht weiter? Ja, kannst du denn was Geiles machen? Dass sie Schaden nimmt? Sie nimmt irgendwie kaum Schaden. Ich wähle dich! Ja. Das ist komisch. Das sieht gefährlich aus. In den Nebel, da will ich jetzt mal nicht rein. Sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Duck dich oder spring rüber oder so. Aktion. Okay. Vereisen kann ich es anscheinend nicht. Das heißt, extra Eisschaden gibt's nicht. Die Schäden lassen wir mal fürs Wiederbeleben. Nicht in Raserei zu versetzen, aber nah dran darf ich eben nicht. Schön in Bewegung bleiben. Treffen diese komischen Attacken nicht von ihr. Jetzt kommt wieder Gehüpfe und Geducke, nehme ich mal an. Ist irgendwie auch wieder ein sehr unangenehmer Kampf. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr denkt, mit einem Klassenwechsel wäre bei meiner Spielweise ich besser bedient. Ich habe so langsam das Gefühl, auch wenn ich das mit dem Action spiele, das Mobben macht unglaublich Spaß, aber hier so Bosse, das ist ja, schreckerlich. Riesen, Geist da hinten. Die anderen waren wahrscheinlich genau hinter mir. Ne? Kommt wieder dasselbe Spielchen. Alles klar. Die Schädel scheinen aber wenigstens nicht aggressiv zu sein. Die sind wirklich nur fürs Wiederbeleben da. Und jetzt ist auch der. Das ist nicht mehr gleichmäßig, ne? Einmal oben, einmal unten oder so. Und man kann es schon vorher erkennen. Schädelchen. Die immer leben oder war das Zufall? Ah, der Boden ist nicht verflucht oder sowas. Killen wir mal einen Schädel. Ich glaube, der immer leben.
Nee, war Zufall. Ne? Okay, wieder. Dasselbe Spiel. Hin und her und hin und her. Einmal unten. Nochmal unten. Nochmal unten. Und oben. Und oben. Und unten. Das ist nett, die Spielmechanik, aber echt langweilig. Also so, gleichmäßig. Ratzepül. Meine Güte. Ist mal interessant, mal was anderes. Ne? Man soll sich ja nicht beschweren. Oh, die Schreie der Todesfee verstummen. Sehr gut. Beeindruckend. Ich habe schon erlebt, wie die Todesfee hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. So. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des endlosen Wahnsinns verlassen. Okay, ich kann's verstehen. Er ist ein Traumtyp. Nein! Das Herz des Waldes ist bereits verdorben! Du Scheißes! Du hast mir die Magie und die beste Freundin genommen! Ich werde nie wieder Raps spielen! Das ist ja echt skurril, dieses komische, wo er einmal in die Seiten hämmert und dann erst weiterspricht. Hey, ist da draußen jemand? Lass mich raus! Oh mein Gott! Die dumpfe Stimme scheint aus einem Kristall in einem Käfig zu kommen, der vor dem verdorbenen Herzen hängt. Bricky, Baby! Brick ist da! Faustschlagfee. Brick! Mit kleinen Flügeln, nee, ein Mini-Brick. Verdammt! Ja, yeah, Brick ist da! Faustschlag! Dank deines Badass Riffs! Du bist wirklich ein Bartwach! Und du? Ich kenn dich! Ja, du kennst mich. Sprechen, ja, aber gerne doch. Oh, du kennst mich? Also, wir haben uns noch nicht getroffen. Aber ich bin die Faustschlagfee. Solange Magie in der Nähe ist, bin ich hier, um sie zu schützen. Mit Faustschlägen. Klar. Ich habe schon genug Helden gesehen, um zu wissen, wann mich einer gerettet hat. Kannst du seine magische Laute reparieren? Er muss unser Schiff segnen. Ob ich es kann? Ha! Ich bin es, von dem er sie überhaupt hat. Pass mal auf. Schlägt drauf. Zippi, Zippi, Punchy, Magoo! Oh, das klang überhaupt nicht nach Brick. Bis auf, dass es halt Punchy-Wort hat. Ist meine Laute jetzt wieder auf voller Power? Verdammt richtig! Zupf mal dran! Okay, soll ich das auch benutzen? Ich habe so abgelöst, dass ich mich wegteleportiert habe. Danke, Faustschlagfee! Hey, wir treffen uns bei den Docks. Talk der Bastard, erwartet euch am Stadthaus. Plus zwei auf nörgelnden Menschenhass. Yeah. Okay. Schauen wir doch mal, was wir da Cooles gekriegt haben. Eine Nahkampfwaffe. Lass mal das ganze Zeug hier freischalten. Ein Versuch war es wert. Und zwar das hier. Oh, sie schreit. Angriffsgeschwindigkeit runterschalten. Regeneriert Schaden über Zeit. Eine Dunkelschaden-Nahkampfwaffe. Cool. Todesfee-Kralle. Nahkampfangriffe erzeugen ein Projektil, das Feinde hinter dem Ziel aufspürt. Mit 70% Waffenschaden. Klar, gucken wir mal. Blödsinn. Los, schlag zu! Zweihand-Waffe. Okay. Cool. Vielleicht doch mal wert, dann nochmal ein Nahkampfbild zu schauen. Aber wer weiß. Was machen wir hier weiter, das da? So, bis wir dann vielleicht mal einen zweiten Baum benutzen dürfen. So, alles klar. Gehen wir zurück. Gebt ihr uns jetzt einen zweiten Baum, eine Subclass? Kommt schon, Leute. Wir wollen eine Subclass. Tut ihr uns den Gefallen? Holen wir uns diesen blöden Segen für das Schiff. Er ist nicht blöd. So sind eben die Regeln. Dann sind halt die Regeln blöd. Ich will doch einfach nur vorankommen. Oh oh, die Gruppe spaltet sich. Deine Geschichte scheint tot im Hafen zu treiben, Schicksalsbringer. Oh nein. Meine Laute ist mit Magie geladen. Jetzt zeigt mir euer nobles Gefährt. Das Schiff.
Das hier drüben. Du willst mit diesem Schiff losfahren? Du bist mutiger, als ich dachte. Wieso beschmutzen alle den guten Namen des guten Schiffs Balsanje? Weil es einfach nur Schrott ist. Aber hallo. Nein, deine oberwichtigen Regeln sind einfach nur Schrott. Okay. Ich sehe das Problem. Deine Gruppe ist gespalten. Bei dieser Stimmung kann ich kein Schiff sehen. Ah, jetzt verstehe ich. Wir brauchen eine Jam Session. Gib mir den Beat. Das Ganze, immer wenn er ein Schimpfwort sagen würde, dann kommt, ja, gib mir den fucking Beat oder irgendwie sowas. Und dann kommt stattdessen ein Lautengeräusch. Stimmungscheck! Drückt eure beschissenen Gefühle in Musik aus! Okay. Fred, Valentine spielt gern Bunkers and Badasses, um sich wie ein Held zu fühlen. Er bricht auch mal die Regeln, um Spaß zu haben. Hör zu, Valentine. Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich liebe Bunkers and Badasses wegen der Regeln. Denk doch mal drüber nach. In der realen Welt passiert alles ohne Grund. Hier weiß ich, wie alles funktioniert. Das ist entspannend. Yeah. Oh nein. Yeah. Jetzt die Akkorde! Bitte Magie-Sizer! Was? Magie-Sizer? Stimmungscheck! Takapo hier! Valentine, Fred macht es Spaß, die Regeln zu befolgen. Deshalb musst du sie ab und zu ernst nehmen, okay? Ich schätze, ja, ich spiele es auch zur Entspannung. Da draußen hangle ich mich von Job zu Job, muss auf den Treibstoff für unser Raumschiff achten und bla bla bla. Aber hier habe ich einen Zweck. Ich bekomme ein neues Schiff, eine ehrenwerte Quest und die Chance, ein Held zu sein. Statt nur der Idiot, der unser Raumschiff kaputt geflogen hat. Was soll dieser ganze Kumbaya-Scheiß? Wir haben es fast. Nur ein Zwinger. Wir brauchen etwas Dingeling. Dingeling an dem Dingsbums. Triangel? Nee, eine Glocke. Okay. Scheiße, das reicht nicht. Mehr Dingeling. Mehr Dingeling. Yeah. Fred, ich schwöre, dass ich versuche, wenig mehr auf die Regeln zu achten. Danke. Und ich schwöre dir zu helfen, diese Quest abzuschließen und das gute Schiff Balsanje vor Schaden zu bewahren. Ich erkläre diese heroische Gruppe als ungespalten! Zum Knutschen. Die Stimmung, naja, ist so stark. Regeln ein bisschen lockerer zu sehen auch, hätte er andere versprechen können. Was? Was? Moment, was? Weg mit dem Schrott! Yeah, du hast eine Rakete hergezaubert! Magic Missile! So funktioniert der Zauber aber nicht! Aber was ist mit den Wahlen? Ich bin Umweltschützer! Yeah! Bum, 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 bum! So geht das. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Sie das kommt auf so uns zu. Schön. Auf dich, Ozean. Wir sehen uns hinter der Hölle. Scheiß auf dich, Ozean. Wir sehen uns in der Hölle. Ist er. Der schändliche Ozean wurde endlich besiegt. Ein ausgearbeitete Story voller spannender Charaktere geht weiter. Ich fühle mich verarscht. Einerseits muss ich verdammt weit laufen, andererseits erspare ich mir Skorput. Unterm Strich ein Gewinn. Das gute Schiff Balsanje hat ihre letzte Fahrt hinter sich. Ruhe in Frieden, gutes Mädchen. Jage den verschissenen Ozean in die Luft. In Frieden. Wenn der gesamte Ozean weg ist, können wir dann nicht einfach zur Pyramide des Dragonlords laufen? Klar. Oh ja, aber sowas von. Aber auch wenn da kein Wasser mehr ist, lauern immer noch leicht feuchte Gefahren auf euch. Sekundärklasse freigeschaltet!
Rufe den Skillbildschirm auf und rüste eine der verbliebenen Klassen, Charakterklassen aus. Voila, Multiklasse. Du hättest sofort Zugriff auf alle Klassen, Großtaten sowie Action-Skills, sowie ein paar zusätzliche Skillpunkte und Heldenpunkte. Und zweiter Action-Skill deiner Sekundärklasse steht ab einem bestimmten Level zur Verfügung. Okay, erster ab einem bestimmten Level. Zeig mal her. Wähle eine Sekundärklasse. Mehr Optionen freischalten. Sekundärklasse ausrüsten. Ja, zeig mal her. Was darf ich? Ich darf einfach alle, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, perfekter Moment, um das Video hier zu beenden. Wir haben den Ozean in die Luft gesprengt und den Barbarien befreit. Torque ist da im Team. Es kann nicht besser werden. Das Spiel kann sich nur noch steigern. Oder haben wir den Höhepunkt erreicht und es fällt ab? Das werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und bye bye.